Die neueste Abenteuergeschichte spielt wieder im Trommelzauberdorf Tamburina. Alle Kinder freuen sich schon auf das Trommelfest unter dem großen Baum. Doch als die Festtrommel verschwindet, ist das ganze Fest in Gefahr. Bantamba erzählt die Geschichte, wie unsere Helden die Trommel zurückbringen. Mit ganz viel Mut und wie immer in Tamburina mit der Hilfe toller Tiere. Die Kinder lernen und erleben während der ganzen Woche spielerisch Werte für ein besseres Miteinander. Warum sind Zebras und Gnus gemeinsam so stark? Die Zebras können gut sehen und die Gnus können gut riechen. Welche besondere Botschaft hat Balduin der Pinguin? Sehr bald entsteht eine Solidarität mit den beiden Hauptdarstellern Juju und Sia Bonga bei der Suche nach der Festtrommel. Wie immer bei den Trommelzauberprojektwochen bekommt jedes Kind eine Trommel und spielt jedes Kind eine Rolle. Darüber hinaus sind sie aktiv bei der Vorbereitung mit dabei. Es wird gebastelt. Schauspieler und natürlich ganz viel getrommelt, gesungen und getanzt. Auch die Eltern sind eingeladen, sich aktiv am Fest zu beteiligen. Ziel ist es, mit allen, mit Kindern, Lehrkräften und Eltern, ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen, das allen noch lange in toller und tiefer Erinnerung bleiben wird. Das hat mir alles so gut gefallen.